Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass wir das Thema Ebene zu Ebene in der Schule hatten und ja, ich hoffe, ich kann dir das besser erklären, als es mein Lehrer damals konnte, denn das Thema ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist ein bisschen blöd, dieses Aufstellen dieser Schnittgeraden. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt hier Ebenen gegeben und sollen eben die Lage zueinander bestimmen. Wir sollen ausrechnen, wie die Schnittgerade ist, wenn sich denn die Ebenen schneiden und eben auch noch zu prüfen, ob die Ebenen zueinander orthogonal sind. Also all das ist jetzt hier gefordert und wir gucken uns einfach mal die Ebene 1 und die Ebene 2 im Koordinatensystem an und dabei kann ich dann immer noch so ein bisschen erklären. Also dieses rote hier, das ist die Ebene 1, also E1, die habe ich jetzt hier schon mal eingezeichnet und zu dieser Ebene E1 zeichne ich jetzt mal die Ebene E2 ein. Und die hast du jetzt hier in Rot und Grün und siehst, dass diese Ebenen irgendwie ineinander verschlungen sind und ja, die laufen durcheinander durch. Das heißt, es bildet sich eine sogenannte Schnittgerade aus dieser roten und grünen. Ich glaube, die ist hier eindeutig zu sehen. Und diese Schnittgerade, die enthält alle Lösungspunkte, die eben entstehen, wenn man die beiden Ebenen ja quasi gleichsetzt, wenn man guckt, ob es eben Punkte gibt, die bei beiden Ebenen zur Verfügung stehen. Und die grüne und die rote, die haben eben gleiche Punkte entlang dieser Geraden. Deswegen ist es die sogenannte Schnittgerade, die sogenannte Lösungsgerade und die wollen wir eben herausfinden. Orthogonalität ist immer dann der Fall, wenn Ebenen zueinander senkrecht sind, also wenn sich ein rechter Winkel ergibt. Hier kann man es schon so leicht erahnen, ob es orthogonal ist oder nicht. Ich probiere die Perspektive mal so zu machen, dass wir es auch wirklich sehen können und hier ist es, glaube ich, eindeutig, dass sich hier rechte Winkel ergeben können. Wichtig ist dabei natürlich immer, dass die Skalierung ist der Achsen, aber du siehst ja, dass die Skalierung hier wirklich absolut identisch ist und dann kann man das auch rein optisch schon so ganz gut vermuten. Wenn die Skalierung der Achsen nicht gleich wäre, dann führt das manchmal ganz schön in die Irre. Na gut, jetzt müssen wir rechnen und wie gesagt, da hatte ich als Schüler doch meine Probleme mit. Ja, und es ist schade, dass man es dann eben nicht so gut erklärt bekommt, aber vielleicht hatten wir auch einfach damals keinen Bock. Kann ja auch sein. Also, wie gesagt, ich hoffe, du verstehst es jetzt besser. Wir fangen mal an. Und zwar nehmen wir uns diese beiden Ebenen, Ebene 1 zu Ebene 2, und bauen aus diesen beiden Ebenen ein Gleichungssystem. Und somit hat man also die erste Zeile hier, die sich zusammensetzt aus der Ebene 1 und die zweite Zeile aus der Ebene 2. Und das Ziel ist es jetzt eben hier zu schauen, für welche x1, x2, x3 Werte, also für dieses Tripel aus x1, x2, x3, sagt man, dieses Gleichungssystem auch wirklich gelöst ist. Und wir haben ja eben gerade schon gesehen, dass es nicht nur einen Punkt gibt mit x1, x2, x3, für das dieses Gleichungssystem gelöst ist, sondern es gibt unendlich viele, die entlang dieser Schnittgeraden liegen. Und diese Schnittgerade müssen wir jetzt sozusagen zusammenbauen. Dabei würde ich erstmal sagen, die zweite Zeile minus zweimal die erste lässt hier schon mal dieses x1 rausfliegen und somit hat man dann in der zweiten Zeile nur noch zwei Unbekannte sozusagen und diese Unbekannten, ja, das ist gut, wenn man eine Zeile hat mit zwei Unbekannten, weil dann kann man nämlich eine Unbekannte frei wählen. Also wir stellen jetzt hier einfach mal um nach x3, das bedeutet, dass 9x2 kommt einfach auf die andere Seite und dann noch geteilt durch minus 1 dreht noch die Vorzeichen um und dann hat man das hier. Und das bedeutet, dass x3 sich schon hier definieren lässt, nämlich mit minus 5 plus 9x2. Und damit ist man schon einen guten Schritt weiter. Jetzt muss man aber überlegen, naja, man hat eine Gleichung mit zwei Unbekannten, also hat man einen Freiheitsgrad. Wie wähle ich denn das x2? Und da würde ich dir immer empfehlen, das x2 einfach mit 1 zu wählen, weil das eine sehr einfache Zahl ist. Und dann hat man hier minus 5 plus 9 mal irgendein Wert, den man frei wählen kann. Also quasi ein Parameter. Wir können ihn auch k nennen. So, und dann, ich blende, nee, ich mache erstmal das. Okay, das stelle ich jetzt erstmal kurz zurück. Und jetzt geht es darum, dass man eben jetzt das x3 hier gegeben hat und das x2 frei gewählt hat. Also fehlt noch das x1. Und deswegen nehme ich mir diese erste Zeile hier. Ob ich diese oder diese hier nehme, ist egal, die war ja nicht verändert. Und die nehme ich mir und setze da mein x3 hier ein. Denn wenn ich mein x3 hier einsetze, dann habe ich etwas, was hier nur noch von x1 und x2 abhängig ist. Denn das x3 ist dann ersetzt für das hier und da taucht ja nur ein x2 auf. So, also das Ganze sozusagen, was ich hier gerade unterstrichen habe, hier eingesetzt in die erste Zeile und ein bisschen aufgelöst, ergibt mir dann 2x1 gleich 6 minus 6x2 und das wiederum umgestellt nach x1 ist x1 ist gleich 3 minus 3x2. Also ist x1 genauso wie x3 von diesen Werten hier abhängig und unter anderem hier hinten von dem frei gewählten x2. Und diese Überlegung, die kann man jetzt in einer Geraden zusammenfassen und die sieht so aus.
Hier im Index steht jetzt also 1, 2, das ist also die Gerade, die sich ergibt aus den Ebenen 1 und der Ebene 2, so kann man das hier aufschreiben. Und alle Punkte x oder alle Vektoren, die zu diesen Punkten führt, somit würde man das als Vektor hier darstellen, x ergeben sich jetzt also aus einem Stützvektor und einem Richtungsvektor. Der Stützvektor ist das, wo hier das x2 keinen Einfluss drauf hat. Also bei der Koordinate x1 zum Beispiel ist es jetzt ja so, dass die 3 hier auf jeden Fall sowieso gesetzt ist und dann kommt es darauf an, was man hier hinten noch für x2 wählt. Also kommt dieser Koeffizient hier, dieses minus 3 hier hinten in den Richtungsvektor und dieses k steht stellvertretend für dieses x2, was ja frei wählbar ist. Das könnte jetzt die 1 sein, die ich gerade hier oben festgelegt habe, also x2 ist gleich 1. Es könnte aber auch eine 5 sein, eine minus 6 und so weiter und deswegen nimmt man hier den Parameter k anstatt dieses x2-Werts. Dann hat man die Koordinate x2 selber. x2 habe ich jetzt hier einfach auf 1 erstmal gewählt und deswegen taucht hier eben auch die 1 auf. Aber man könnte eben auch hier mit dem k diese 1 komplett verändern. Auf eine 6, auf eine minus 5, auf eine 1000, völlig egal. Und deswegen steht eben jetzt hier auch dieses k als Parameter. Das passt jetzt also auch zu der 1. Hier vorne im Stützvektor steht immer üblicherweise eine 0, weil ich brauche ja, ich weiß ja, x2 ist einfach nur den Wert, den ich frei wähle. Ich brauche hier vorne also keine Komponente mehr dazu addieren. Ich komme also immer auf den Wert, den ich frei wähle, über dieses k hier davor. Reicht also aus. Dann hat man noch x3 und x3 ist minus 5 plus 9 mal irgendein frei gewählter Wert, also minus 5 und 9 hier aufnehmen und das k macht mir also den frei gewählten Wert. Tja, und das ist jetzt meine Gerade hier, die du eben gerade hier auch gesehen hast, und die sich hier als Schnittgerade aus dieser roten und grünen Ebene ergibt. Na, also das ist jetzt sozusagen die Lösung dafür. Und man kommt jetzt auf jeden beliebigen Punkt dieser Geraden, indem man sagt, ich habe einen Stützvektor und ich habe einen Richtungsvektor und zusammen mit meinem k hier in dieser Parameterform, in dieser Vektorgleichung, dieser Parameterform, komme ich jetzt auf jeden beliebigen Punkt auf dieser Geraden, auf dieser Schnittgeraden und diese Punkte nenne ich x. Gut, jetzt ist aber noch die Prüfung für Orthogonalität zu machen und dabei ist es so, dass du dir dabei immer einfach hier die normalen, also die normalen Koeffizienten nimmst. Das sind ja die hier, die als Koeffizienten vor den x1, x2, x3 in der Ebene stehen. Das sind ja, ist ja quasi, das sind ja deine normalen Komponenten und die nimmst du dir jetzt aus e1 und e2 raus. Und bastelt dir daraus eben diese normalen Vektoren. Und das ist hier eben 2, minus 3 und 1, das siehst du jetzt hier als Vektor, und 4, 3 und 1, das siehst du hier als Vektor. Und wenn die jetzt, also multipliziert, oder man sagt auch, das Skalarprodukt aus diesen beiden Vektoren muss jetzt also 0 ergeben, dann sind diese beiden Ebenen zueinander orthogonal. Denn die Überlegung ist ja, wenn die Ebene 1 zur Ebene 2 orthogonal ist, dann sind es auch deren normalen Vektoren. Also einen normalen Vektor, der auf e1 steht, der ist ja senkrecht zu e1. Und der normalen Vektor auf e2 ist auch senkrecht zu e2. Also muss man im Rückschluss auch sagen, die normalen Vektoren von e1 und e2 sind zueinander auch senkrecht. So, also würde man eben, wie ich es gerade sagte, das Skalarprodukt bilden. Und wenn das Ergebnis 0 ist, dann sind sie tatsächlich orthogonal. Und genau das habe ich dir ja vorhin schon gezeigt. Ja, das sind sie. Das sieht man hier in dieser Perspektive wunderbar. Sie sind orthogonal zueinander, weil sie einen rechten Winkel hier haben. Also das ist nichts Neues für uns gewesen eben gerade. Und wir haben es jetzt mathematisch auch noch gezeigt, dass es so ist. Tja, das Video ist jetzt schon sehr lang und ich habe auch schon sehr viel gequatscht und wir haben aber noch Ebene 1 und 3 und Ebene 2 und 3 miteinander zu vergleichen. Ich hoffe, es ist in deinem Sinne, dass ich das etwas beschleunige. Ebene 1 zu Ebene 3, ich nehme mir wieder beide Ebenen hier, du siehst sie hier oben, Ebene 1 und Ebene 2 und packe sie hier hin. Hier ist schon, nee, Moment, Ebene 1 und Ebene 3, genau, Ebene 1 hier vorne und Ebene 3 hier, die habe ich mir einfach jetzt genommen, habe daraus ein Gleichungssystem gebaut. Und ich sehe schon, dass bei der Ebene 3, ja, in dieser zweiten Zeile fehlt also schon das x1. Das heißt, ich kann hier direkt nach x2 umstellen. Dieses Mal wähle ich das x3 frei. Ich sage, x3 ist erstmal 1 und ich setze das, was ich hier habe, für x2 sozusagen oben in die erste Zeile ein. Das siehst du jetzt hier. Also das ist jetzt das in die erste Zeile eingesetzt. Das wird umgeformt und dann habe ich sozusagen für x1 das hier raus. Genauso wie oben. Wie gesagt, wenn du es nicht verstanden hast, guck dir einfach das von oben nochmal an, da habe ich es etwas ausführlicher erklärt. So, jetzt haben wir für x1 diesen Ausdruck, für x2 diesen Ausdruck und x3 ist sozusagen die Komponente, die frei gewählt wird und erstmal auf 1.
belassen wird. Das heißt, daraus ergibt sich diese Schnittgerade für die Ebene 1 und 3. Das siehst du jetzt hier im Index 1 und 3, das sind die Ebenen, um die es geht. Die Schnittgerade ist jetzt das hier und jeder Punkt auf dieser Schnittgeraden lässt sich über diese Linearkombination jetzt hier erreichen. Wir haben also einen Stützvektor, x1-Komponente, das ist der Wert des Stützvektors für x1, das ist der Wert des Stützvektors für x2 und für x3, weil es ja frei gewählt wird, brauche ich keinen Wert mehr addieren, den kriege ich hier hinten über den Richtungsvektor auf direkten Wege raus. Also bleibt hier hinten einstehen und das s kann das eben beliebig verändern. Naja, und die Komponenten für den Richtungsvektor, den kannst du auch hier hinten ablesen, das ist einmal minus 5, das ist einmal minus 3, naja, und x3 ist ja als 1 gewählt. Ich glaube, das sollte damit klar sein. Dann üben wir jetzt nochmal die normalen Vektoren hier rauszuziehen, das ist 2, minus 3 und 1 und hier hinten bei der zweiten ist es 0, 1 und 3, die nehme ich mir raus, bilde mit diesen Vektoren das Skalarprodukt und sehe, tatsächlich kommt schon wieder 0 raus. Das heißt, hier hat man eben jetzt auch wieder Orthogonalität. Gucken wir uns natürlich an, das ist die Ebene 1 wieder und das ist jetzt die Ebene 3 dazu und wir sehen, dass die einen Schnitt haben. Das heißt, die beiden haben unendlich viele Lösungen, die entlang jetzt dieser Schnittgeraden hier liegen, bei diesen beiden Ebenen und wenn ich die Perspektive ein bisschen drehe, dann sehe ich auch, dass die orthogonal zueinander sind. Ich glaube, das ist so ausreichend, sieht man ganz gut. Da ergeben sich rechte Winkel und ja, auch grafisch kann man also sehen, dass die zueinander orthogonal sind. Gut, und mathematisch haben wir es ja auch gezeigt. Oh, und jetzt noch ein letztes Mal. Ebene 2 zu Ebene 3. Also Ebene 2 zu Ebene 3. Ich nehme mir sie hier oben weg. Ebene 2 und Ebene 3 und bilde daraus ein Gleichungssystem. Und auch da haben wir jetzt wieder den Vorteil, dass bei Ebene 3 ja bereits die x1-Komponente hier, dieses x1-Koordinate fehlt. Also kann ich direkt nach x2 umstellen. Es ist also wieder mein x3, was ich hier frei wählen kann. Dieses x2 setze ich jetzt so, wie es jetzt hier ist. Das hier setze ich jetzt hier oben für x2 ein in die erste Zeile und forme das Ganze um nach x1. Dann habe ich nur noch das hier stehen. So, das heißt, ich habe x2 und x1, die sozusagen sich hier raus zusammensetzen und ich habe mein x3 frei gewählt und lasse es erstmal auf 1. Somit ergibt sich die Schnittgerade für die Ebene 2 und 3 so, dass ich sage, meine Komponenten hier, wähle ich mal eine andere Farbe, meine Komponenten hier für den Stützvektor für x1 ist ja minus 5, die siehst du jetzt hier, und 9 bei x2 siehst du hier, und für den frei gewählten x3, für die frei gewählte x3-Komponente brauche ich keinen Wert bei dem Stützvektor, den die x3-Komponente ist ja einfach frei wählbar und die schaffe ich auch über den Richtungsvektor direkt hier anzusteuern. Und das mache ich auch, deswegen ist die Komponente hier eine 1. Und mein Faktor ist ein t und dieses t kann jetzt beliebig diese 1 verändern, wie ich das möchte, aber sie verändert dann eben auch gleichzeitig die anderen beiden Komponenten in diesem Richtungsvektor hier. Und die siehst du jetzt hier, bei x1 ist ja die 2, die hier als Koeffizient steht und hier steht als Koeffizient die minus 3 und die sind jetzt hier in dem Richtungsvektor auch noch ja, notiert. Jetzt geht es wieder noch im letzten Schritt um die Orthogonalität. Da haben wir hier in der Ebene 2, ne, das ist jetzt ja die erste Zeile, die hier die Ebene 2 repräsentiert, haben wir die 4, die 3 und die 1 als Koeffizienten des normalen Vektors. Und wir haben jetzt hier eine 0, weil nichts da steht, eine 1 und eine plus 3 als die Koeffizienten des anderen normalen Vektors. Die siehst du jetzt hier wieder, 4, 3, 1, so wie ich es gezeigt habe, 0, 1, 3, so wie es hier steht. Und die beiden multipliziert, also Skalarproduktmultiplikation, um es so zu sagen, ergeben hier eine 6. Und eine 6 ist ungleich 0 und somit hat man hier keine Orthogonalität. Kann ich dir auch nochmal zeigen. Also wir haben jetzt hier die Ebene 2 und die Ebene 3, die grüne und die gelbe. Und du siehst, es ergibt sich eine Schnittgerade, aber keine Orthogonalität. Das heißt, wenn ich die hier so einblende, dann siehst du, sind das keine rechten Winkel zwischen diesen Ebenen. Ja, eine Schnittgerade schon, aber eben nicht im rechten Winkel. Und das habe ich jetzt hier mathematisch auch nochmal gezeigt.